Moin, in der letzten Folge haben die beiden halt noch ein bisschen sich die Kameraaufnahmen angeguckt, die Vergangenheiten der Leute dort, glaube ich, der Mitarbeiter, und sind bei dem Arzt gewesen, dem Naturheilelf, weil der ja offenbar in Zusammenhang steht mit diesem Ausschlagopfer, der hat ihm damals was verschrieben, aber eigentlich gab es den ja auch nicht so richtig und es war alles ganz, hat sich ja zum Glück geklärt, weil das ein sehr hilfreicher junger Mann war. Viel Spaß und bleibt geil. 260, take one. Take one, Alter. Ja, wir haben immer mehrere Takes für so eine Folge. Tatsächlich, wir spielen ja eigentlich viermal die Woche, damit wir es genau in dem Maße behindert hinbekommen, wie es dann auch, ne? Und die besten Stellen werden dann einfach rausgeschnitten, beziehungsweise halt durch schlechtere ersetzt. Du meinst halt die genau eine gute Stelle pro Woche? Ja, aber es ist halt, wir können ja unser Ohr halt nicht unnötig in die Luft jagen, ne? Das ist halt, naja, so machen. Nee, es ist ja auch tatsächlich so, dass sich Daddy das dann immer nochmal anhört und dann kriege ich meistens so eine Nachricht. Herr Trolli, okay, aber bei Minute 44 hätte ich gern noch ein paar mehr Äs in dem Satz und am besten noch einen unzusammenhängenderen Satz, das wäre mir sehr wichtig. Der sollte beginnen mit also und enden mit und dazwischen sollte nichts sein. Das mache ich dann auch immer gern. Das ist quasi Qualitätskontrolle. Ja, ja. Das ist, jeder muss das einmal mal haben, weil sonst, nee, funktioniert so nicht. Wo kommen wir denn da hin? Wenn wir qualitativ hochwertiges Podcast-Dings gedönse. Qualität und Rollenspiel. Also. Ihr arbeitet den Tag zu Ende. Wir stehen für Quantität, nicht für Qualität. Wenigstens das. Aber ich glaube, da sind wir auch nicht mehr so gut dabei. Mit Quantität? Hm. Einmal in der Woche halt, auch ziemlich regelmäßig. Was heißt denn ziemlich? Ich glaube, es ist eine Woche ausgefallen in den letzten 2,5 Jahren. Aber dennoch, ist auch völlig irrelevant. Ihr arbeitet den Tag noch zu Ende? Ja. Ihr seid dann auch fertig irgendwann, ne? Ah, nee, irgendwann, wenn dann quasi Schluss ist, wird der Chef nochmal zu dir kommen, Jojo. Ich hab gehört, da gab's irgendwelchen Sicherheitsdings, weil irgendwas hier schon mal mit jemandem war, der ähnlich und der war dann mit dem war da. Ist auch egal. Ich hab gesehen, gut, sie haben wegen ihrer Vorkrankheiten wahrheitsgemäß da, ist in Ordnung. Ich weiß, am Anfang, wenn man sich irgendwo neu einfindet, ist immer ein bisschen stressiger. Wir müssen einfach weiterhin durchziehen. Und vergessen Sie nicht zu trinken. Natürlich, Dankeschön. Ja, schön. Wiedersehen. Die nickt ihm nochmal zum Abschied. Ja. Ich warte auf Jojo unten. Ja, die kommt doch irgendwann runter. Gut. Na dann, wollen wir los zu Hause, hm? Ja. Ich halte bei bei McBurger an. Stafford Shake. Jo. Marshmallows und allen anderen Scheiß. Direkt am Drive-In richtig einladen lassen, sagst du? Ja, mit Burgern. Nice. Essen. Hä? Essen. Die nimmt sich irgend so einen Burger und isst den. Gut. Regelmäßig essen, nicht vergessen. Nerv mich nicht, Kaban. Mein Leben hängt davon ab, dass du vernünftig funktionierst. Also, regelmäßig essen. Weniger saufen. Ich hab das im Griff. Du anscheinend nicht. Guck nicht so kriegsgrämig, essen ist lecker. Ja. In deiner Hand hältst du ein flabbriges Brötchen mit einer grauen Masse, die langsam beginnt, sich innen aufzulösen, ob der Wärme darüber einen Klecks irgendeiner roten Soße, der man den Grill noch sehr anschmeckt. Lecker. So muss das. Ja.
Die ist das Ding. Gut. Ich halte den zweiten hin. Nee. Marshmallows? Nee. Es geht mir nichts an und es sollte mich auch nichts angehen und so weiter und so fort. Bla 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 ist. Das habe ich gerade getan. Das ist eine Diskussion, die ich jetzt mit dir nicht führen werde und auch jetzt nicht das Zeug. Ich habe gerade was gegessen, ich habe keinen Hunger. Also gut jetzt. Offensichtlich hast du ein gewisses Problem mit Hungergefühl. Ich habe kein Problem mit Hungergefühl, Kavan. Und warum hast du den ganzen Tag nichts gegessen? Keine Ahnung, weil wir früh losgefahren sind, ich nicht gefrühstückt habe. Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen. Gut, kein Problem. Wir fahren nach Hause, würde ich sagen. Jo. Judy. Mir fällt gerade auf, wie macht denn ihr das? Ihr fahrt ein Stück mit der U-Bahn oder öffentlichen Verkehrsmitteln bis zu irgendeinem Parkplatz, wo euer Auto steht? Ja. Vielleicht fahren wir auch gar nicht wirklich zusammen. Also Jojo wird vermutlich dann weiter mit der U-Bahn fahren, noch ein Stück oder sowas, falls doch irgendwer auf die Idee kommen sollte, uns zu verfolgen. Dann ist es heute eine Ausnahme, damit das mit dem Stuffer klappt, aber okay. Ja, ja, ich habe das Auto geholt dafür. Ah, okay. Also sonst ihr beide vollständig Öffis. Nicht vollständig, aber auf jeden Fall ein gutes Stück. Okay, bis zum TÜV oder so. Naja. Ja, irgendwann müssen wir die Sache mit dem Arzt dann noch erledigen, aber... Ja, wir fahren erstmal zurück. Hm. Okay. Wollt zum nächsten Tag, oder was? Jetzt hat der Arzt, also wir können uns natürlich auch erstmal über Gedanken machen, was wollen wir jetzt eigentlich mit dem Arzt? Entschuldigung, ja, ihr kommt zu Hause an, ihr macht erstmal ein bisschen euren Scheiß, die Alte will erstmal ihr Kind verprügeln und so weiter. Das ist ja alles okay. Wenn ihr noch irgendwas machen wollt, ist das okay. Das mit dem Arzt müssen wir noch machen. Wollt ihr heute noch? Ja, haben wir es hinter uns. Okay. Außer das, was ihr als Runner immer dabei habt, plus eine Pistole und ein Messer. Und Kaban garantiert wieder seinen Knüppel. Säuriegel. Säuriegeln. Bevor wir da reingehen, kriegt sie einen in die Hand gedrückt. Das wird gleich stressig da drin. Du brauchst Energie. Sie schaut dich gerade mit einem Blick an, bei dem du nicht weißt, ob sie gerade dich angrinst oder wütend ist. Steckt das Ding in die Tasche und meint, ich habe gerade was gegessen. Nee, was nicht in der letzten halben Stunde. Da sind wir nämlich unterwegs. Du hast einen Verbrauch von ungefähr 2400 Kilokalorien pro Tag. Die solltest du decken, mindestens. Sie holt einen Vitalmonitor raus. Anziehen. Klar. Ihr Alkoholspiegel beträgt derzeit 1 Promille. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Ich gebe deswegen nicht um. Du fährst auf jeden Fall kein Auto mehr. Er wirkt aber noch ziemlich erfasst für dieses Promillchen, ne? Ich weiß. Das ändert aber nichts daran. Das ist ja das Problem. Das ändert, genau. A, ist das Problem und zum Zweiten ändert das nichts daran, dass seine Reaktion nicht trotzdem eingeschränkt ist. Ich wollte auch eher darauf hinaus, dass es das Problem ist. Aber nochmal zu diesem Runner-Rucksack. Gab's noch irgendwas, was ihr zusätzlich haben wolltet? Und ja, ihr habt irgendeine scheiß Maske auf oder so. Und vermutlich noch eine Sturmmaske im Gepäck, ist mir klar. Ein Störsender. Störsender ist immer dabei.
Also nischten, Judy. Make sure, ich sehe das Ganze halbwegs, das gute Zeug zu mitnehmen, was wir halt haben. Richtige Panzerung oder hier Bequemlichkeitspanzerung? Wir gehen in das humanes Tür, richtige Panzerung. Judy. Ja, ihr kommt dann in der Nähe angefahren. Ist relativ ruhig auf den Straßen. Heute ist so ein übelst krasser Rave dort unten in der Nähe und den hört man auch von dort. Da sind wohl die ganzen Leute am Raven. Der Doc auch. Los. Such mal nach seinem Pan. Such mal nach seinem Pan. Also in dem Rave werdet ihr es niemals finden. Sehr gut. Ich suche das bei ihm, bei sich zu Hause. Vielleicht hat das ja aus, aber oder auf Passiv oder auf Dings, aber zumindest ist es nicht angezeigt. Also zu Hause ist er auch nicht. Das habe ich nicht gesagt. Weil Kaban gerade sagt, er sucht es bei sich zu Hause. Ja, aber du musst es ja nicht für jeden immer offen angezeigt haben. Das stimmt. Ja, dadurch, dass wir schon mal da waren, wissen wir ja ungefähr, was wo ist oder welche Kamera wo ist und wie man wahrscheinlich in dieses Haus am besten reinkommt. Geschenkt. Und gucken dann, dass wir hoch in seine Wohnung kommen. Also, du erbrichst das Schloss der Tür. Hm. Zeigt mir doch mal beide Wahrnehmung und Intuition. Sehen. -4. -4? -4. Bin mir nicht sicher, ob mir das reicht. Ich müsste mal ganz kurz was nachschlagen. Will jemand vielleicht zur Überbrückung ein Liedchen singen? Dim, 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 dim. Ich möchte gerne meine Edge-Würfel nachwürfeln. Was willst du? Wie viel Edge hast du noch? Ich habe noch 4 Edge. Nee, du hast doch alles verbraucht. Nein. Bringt mir leider nur noch einen lumpigen Erfolg dazu. Ich habe jetzt auch 2. Ich hätte gedacht, dass es besser aussieht. Schön. Schön, schön. Soll ich mehr Edge nochmal nachwürfeln? Ja. Wie viel Edge hast du denn noch? Warum habt ihr sowas denn? 4. Finde ich nicht so gut. Why? Erzähl mal. Naja, 0 Erfolge. Okay. Also, jetzt insgesamt 2. Edge nachwürfeln ist eine saudoofe Idee. Du hast doch falsch gewürfelt, du hättest SAE würfeln müssen. Dann hättest du auch einen Erfolg gehabt. Es war doch SAE. War doch SAE, echt mal. Stimmt, schade. Ich wollte dir jetzt eine Möglichkeit erschleichen, nochmal würfeln zu dürfen. Teddy ist aber ein ehrlicher Mensch. Sehr. Weil er weiß, dass ich euch sonst beide verprügele. Boah, Deli, weißt du auswendig, was für ein Mindestwurf zum Erkennen Monodraht hat? Oh, mehr als 2. 4 Erfolge oder sowas. Was, echt? -4 und dann noch 4 Erfolge? Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, es sind 3 Erfolge mindestens. Die habt ihr auch nicht. Ja. Wer will denn zuerst? Na, Jojo macht das Schloss auf, die gehen immer zuerst rein. Dann dürftest du mir mal Panzerung würfeln. -4, ne? Was hat denn der für einen Panzerbrechwert? Panzerbrech -4 und Schaden 8. Danke. Jedenfalls war das war erst hier so, glaube ich. Ich gucke das immer noch mal nach, nicht, dass es zu leicht wird. Das wäre ja dumm. Mal eben rausgucken. Ah, nee, ich hatte eine 12er-Panzerung, ne? Ja, die konnte ich ja tragen. Ja, ja. Du meinst also Konsti plus Panzer? Ja, warte mal. Ja, aber warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz, also nicht, dass ich da jetzt, wir wollen ja nicht. Du meinst, du möchtest mich ja nicht umbringen? Nee, im Gegenteil. Du meinst, du möchtest mich ja umbringen? Guck mal einfach mal, was die Monofilament hier Peitsche hat. Peitsche. Die hat nämlich -8 PB. Na, siehste. Wir nehmen mal nicht den Schaden der Monofilament-Peitsche, wir nehmen mal ein bisschen weniger, du läufst da nur ganz vorsichtig rein. Ich habe einen Erfolg.
Siehst du, wenn das der Schaden der Peitsche wäre, wärst du jetzt sogar übertot. Aber du kriegst ja nur 7k. Alter. Eigentlich müsste ich deinen Fuß absägen dafür. Ja, warte mal, du läufst noch durch. Sagen wir mal 5k. 5k heißt, du gehst da rein. Man ist zwar vorsichtig und schleichend, aber dennoch wirst du dir quasi den halben Knochen einschneiden vom Unterschenkel. Und dann wirst du nach vorne stürzen. Dann ist das Bein nicht ab, aber es hängt dann quasi so halb in der Luft und natürlich schreist du bitterlich und da ist auch Blut. Wahrscheinlich nicht so knapp. Und während du da reinstürzt, auf dem Boden aufkommst und dich noch nicht windest, siehst du, als du versuchst, dich lang irgendwie mit den Armen zumindest so ein bisschen hochzustützen, vor dir unterm Schreibtisch so ein kleines rotes blinkendes Licht. Das blunk vorher, aber noch nicht, als du die Tür aufgemacht hast. Ich versuche Jojo aufzuhelfen, ohne diesen Scheißding zu berühren. Juri. Du siehst jetzt ziemlich genau, wo es ist, weil es ein bisschen jetzt quasi durchhängt, ne? Du hebst sie halt einfach hoch. Nehme ich an. Ja, ich heb sie da raus. Ich hoffe. Hm. Wahrscheinlich fällt ihr ein Stück Haut ab oder so. Ein Stück Haut, Alter? Der halbe Knochen ist durchgesäbelt. Da ist halt nicht so viel Haut oder Fleisch, was man da durchtrennen könnte. Blinkt übrigens schneller. Also weiterhin noch schneller. Ja, das Blinklicht ist mir egal. Fuck. Ich werde sie quasi anfangen, also ich werde mein Medikit holen und versuchen, sie zu verwenden. Nicht jetzt, okay, würfelt nicht mal hier. Beide Panzerung und Konsti. -4. Ich habe das Blinklicht nicht gesehen. Sie hat es doch gesagt. Sie hat gesagt Bewegungsmelder, das kann ja alles heißen. Also ich finde, da hätte es spezifischer sein müssen. Was war das? Panzerung -4? Genau. Eieieiei. Ist auch nicht so viel. Tja, ich habe mehr Erfolge als du. Ich glaube, ich will das nochmal. Weil so eine Explosion könnte sehr stark wehtun. Gut, dass du mich abschirmst. Nein, tut er nicht. So. Was? Ich habe 9 Erfolge. Er steht hinter dir. Er hat mich doch weggehoben. Ja, er hat dich hochgehoben, dann vor sich hingelegt und greift nach seinem Medikit. Das heißt, er hockt auf dem Boden, während du vor der Tür liegst. Das heißt, er ist immer noch hinter dir von der Wohnung aus gesehen. Ich reiße die Arme vors Gesicht. Ja, nichts machst du, Alter. Du merkst doch ja auch nicht, was da kommt. Der hat 9 Erfolge? Ja. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, fickt euch. Also. Freunde. Bumm. Ihr werdet nach hinten gedrückt. Also, nee. Jojo wird eigentlich nur gegen Kaban geschleudert. Wie viel Erfolge hattest du? 5. 5. Dann darfst du dir noch 2 Schaden geben. Uff. Schöne Druckwelle. Es ist sehr heiß. Ihr kennt das ja inzwischen. Es ist nicht so viel Flammengewabere, aber dort drin ist ziemlich viel verwüstet. Geschrei aus den Nebenwohnungen. Ja, ich schnapp mir Jojo und sie blutet nicht zu sehr, aber geh mal mit ihr quasi weg. Ihr Vitalmonitor meldet schwere Schäden übrigens. Falls du mal drauf gucken willst. Gut, dass wir das Ding haben. Aber wie viel K hast du insgesamt? 7. Ja, leichte. Da geht noch was. Leichte innere Blutung oder so ein Shit. Keine Ahnung, die Druckwelle hat sie wohl ziemlich zermöllert. Und nicht die Beine durchgerührt. Naja, die Druckwelle nicht so, das halbe Bein, das ist halt das Problem. Ja, aber das fass mal einfach zusammen, das passt schon. Ja, ich bringe sie Richtung Auto und würde ihr dann dem Auto befehlen zu fahren und ich würde sie verarzten. Also, du rennst runter in Richtung Auto. Warte mal. Initiative, also nee, so ein SR4-Initiativwurf, ein Überraschungswurf halt. Ein SR4-Initiativwurf. Wow. Du brauchst 3 Erfolge, falls du das vorher wissen willst.
Warum auch? Na gut, dann musst du nicht ausweichen würfeln. Warte. Ja, das ist auch schon mal hilfreich. So, du rennst ja und du bist ein bisschen weiter weg. Ja, schmeißt mich noch runter oder sowas. Gib mir noch mehr Schaden. Fallschaden. Was willst du denn jetzt? Oh, 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 oh. Und ich habe wieder mal meine Waffentabelle nicht offen. Ach, Leute. Metal-Leute. Ernsthaft. Jetzt sind wir wieder da angekommen. Natürlich. Jagdgewehre. Oh. Drei Erfolge. Du kannst doch mal Schadenswiderstand würfeln. PB minus 1. Rocket, Baby. 8 Erfolge. Jo. Eine Kugel das trifft dich. Das ist noch nicht so viel. Trifft dich irgendwo im Oberkörper. Du darfst dich mit 6K ausrüsten. Was? Die Dinger sind scheiße hart. Ich habe ja nicht mal einen Scharfschützengewehr genommen, sondern nur so ein läppisches Jagdgewehr. Was denkst du, warum ihr immer jeden mit einem Schuss aus einer Pistole tötet, wenn ihr mal Erfolge habt? Allerdings wirst du mit einem Schuss auskommen bis zum Auto, weil du bist einfach immer noch ein Ork, der rennt, du wirst dadurch nicht hinfallen, du wirst auch Jo dadurch nicht fallen lassen, du blutest jetzt nur auch ein bisschen. Übersteigt auch nicht meine Konsti. Nee, das übersteigt vor allen Dingen nicht dein körperliches Limit. Dann ihr werdet einfach wieder erneut Blutsbrüder und dann kannst du sie im Auto ablegen. Darfst sogar wegfahren. Das Auto wird aber nochmal einen Schuss kassieren. Das ist okay. Cool. Ich verarzte dann. Das lässt du mal schön bleiben. Du verarztest dich erstmal selbst. Naja, ich habe eine Brustwunde. Das ist halt kacke. Ja, das. Ist aber, bringt aber nichts, wenn du jetzt anfängst zu verarzten, wenn du selber nicht zurechtkommst. Eure Umgebung ist nicht unheimlich steril, du bist nur ein bisschen angetrunken, aber wir wollen mal trotzdem ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Sachen. Im Auto macht sich auch immer schlecht. Ja. Jojo, also ich denke, ich pack da Dinge drum. Sagst du. Das macht die selbst. Selbst macht die das. Nein, das ist genauso sinnvoll, wie wenn Kaban das macht. Ja, willst also, du erste Hilfe betreiben oder willst du einfach nur... Nein, ich werde sie jetzt... das ist mir jetzt egal, was sie sagt. Ich werde jetzt einfach ihren Bein verbinden, weil das Bein fällt gleich ab. Das ist mir scheißegal, was sie sagt. Das Bein ist gleich ab. Da kommt jetzt ein... Ich nehme den Klappspaten, pack den einmal so gerade, hau das Bein gerade und ja, sie wird dabei schreien wahrscheinlich. Und dann werde ich da einfach drumtüdeln, damit das Bein gerade bleibt und sie ein bisschen von der Wunde gedeckt wird. Und auch ja, wir haben jetzt keine erste Hilfe machen, du willst nur das machen, was ein normaler Mensch machen würde. Naja, nennt sich erste Hilfe. Aber ich weiß ja, wie es geht. Willst du das würfeln oder willst du das nicht würfeln? Na, würfeln wir. Passt schon. Minus 4. Läuft. Ist da der Schaden mit eingerechnet? Ja, der ist mit eingerechnet. Ich habe Erfolg. Bam. Nützt nichts. Brauchst mindestens 2. Das ist mir egal. Er hat es nicht schlimmer gemacht. Und ach, du wirst in diesem Auto, wo ein paar Krümel rumfliegen und Hundehaare, wenigstens nicht sofort dir die schlimmste Infektion wegholen. Ein Erfolg ist doch gut mit seinem einen Würfel, Mann. Das stimmt. Das ist ein herausragender Erfolg. Na, 1 wäre jetzt echt witzig gewesen. Dann hätte ich dich leider töten müssen. Der hätte es mich wahrscheinlich nicht mehr töten können. Wahrscheinlich nicht. Ich sag's mal so, Leute. Kabans Bemühen und sein Erfolg wird dir vor allen Dingen durch den gähnenden Schlund des Schmerzes bewusst, der dich einholt und verschluckt. Ich fahr zum Arschhock. Mit anderen Worten, du wirst kurz flattern und das Bewusstsein wieder verlieren. Auf gar keinen Fall zum Arzt, du fährst zur Gang. Du bist kurz flatterhaft das Bewusstsein am Verlieren, ja? Ich fahr zum Arzt. Zu deinem? Ja, oder ist hier, wie heißt's? Na, der ist halt super nah. Wenn der super nah ist, wäre Demian ungefähr eine Dreiviertelstunde und deiner ist ungefähr 15 Minuten? Ja, siehst du? Nee. Außerdem, wenn sie dann verreckt, dann mal hin, ne? Ich würde zur Not auch Olga nehmen, aber... Ne, wenn Olga müsste ein bisschen weiter weg sein, glaube ich. Und Olga hat auf jeden Fall weniger Kompetenz als dein Doc. Das ist richtig, aber es geht gerade wahrscheinlich um Leben und Tod, so wie das auf deiner aussah. Also dementsprechend ab zum Doc. Sehr gut. Du kommst erneut da an.
Was hat man gesagt? Es ist ja schon relativ spät. Das heißt, du wirst ihn wachklingeln, der wird dann runterstolpern. Was? Ihr geht scheiße, mir geht scheiße. Gott, Alter, hat euch jemand gesehen? Also ist jemand unterwegs hierher? Nee, alles gut. Glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall rein damit. Jo. Zu meiner Wenigkeit, ich habe ein bisschen was Intros, zu ihrer Wenigkeit, sie hat zu wenig Intros. Sie hat den halben Tag nichts gegessen oder den ganzen Tag nichts. Sie ist heute schon umgekippt. Hebt die mal auf die Trage. Mhm. Dann wird er sich kurz umdrehen. Und dann wird er sich den Bart und die Nase reiben. Dann wird er sie da rüberschieben. Was willst du mir sagen, Flummi? Achso, nee, jetzt habe ich es richtig gelesen. Ja, naja, ist mir schon klar. Du wirst dann das Bewusstsein langsam und noch nicht vollständig, ne, dämmerig wieder erlangen übrigens. Was denn passiert, Kaban? Drück dir das dann mal auf deinen Oberkörper. Irgendeine Booby-Trap, die ist in so einem Monodraht gelaufen und dann ist die halbe Wurzel in die Luft gejagt worden. Knochenrekonstruktion. Ja, und dann war ganz witzig, haben die uns mit einem Scharfschützengewehr erwischt. Sie auch. Nee, sie nicht. Glaube ich. Dein Monitor für dich. Danke. Die hat doch gegessen. Ist auch völlig irrelevant. Ja, was ich hier so reinprickeln konnte. Es ist genug, Mann. Guck mal, wie groß hier ist. Ist ja auch gar nicht so das Wichtige. Er wird dann zu Jojo ans Kopfende kommen. Bist du einigermaßen wach? Mhm. Okay. Ich werde jetzt erstmal Ultraschall machen wegen innerer Organe. Das heißt, ich werde jetzt, er wird schon mal hinten das Ding eingehlen, deine Kleidung zerschneiden und dann halt gucken. Das wirst du auf gar keinen Fall tun. Das wird er tun und ich werde jetzt unseren Doc anrufen. Dann weiß ich aber nicht, ob du innerlich verblutest. Du mach, was du brauchst. Ich werde mich garantiert nicht mit einer Magierin anlegen. Das ist ganz einfach, zur Not kriegst du eine Decke über den Kopf. Wenn sie dich nicht sieht, passiert nichts. Und ich rufe jetzt unseren Boss. Ich muss sie anfassen, du Lappen. Ich habe damit Erfahrung und ich werde garantiert nicht eine Gangboss-Magierin gegen ihren Willen irgendwie behandeln. Wo muss ich hinschlagen, damit sie bewusstlos wird, ohne dass sie sie weiter verletze? Ja klar, wirst du sie noch weiter verletzen. Du würdest euren komischen Arzt anrufen. Mach das mal und drück sie das ja, weiterhin da drauf. Jojo. Gut, fangen wir bei dem Einfacheren an. Du brauchst eine Art Metall, was ich in deinem Knochen bohre, und zwar oberhalb und unterhalb dieses Schneiderisses. Das ist eine Art, nennen wir es mal Käfig. Ist dir klar, wovon ich spreche? Und bist du damit einverstanden? Geht das irgendwie unauffälliger? Du kannst dann später eine Hose drüber ziehen, aber das muss dann eh geschient werden und alles. Versteift erstmal, kannst du es eh nicht bewegen, wir wissen da jetzt auftreten. Dein Knochen wurde zerschnitten und dann, so wie ich das hier sehe, auch noch innerlich weitergeschnitten. Monodraht. Es ist nicht bis zum Mark, das heißt, du hast saumäßiges Glück gehabt. Das heißt, das sieht man hinterher nicht. Wann hinterher? Ach, wenn du jetzt irgendwas machst, ich zieh eine Hose drüber und niemand merkt was, ja? Von welchem Zeitrahmen reden wir denn innerhalb der nächsten 10 Wochen? Du wirst morgen nicht laufen. Mach halt. Du siehst so aus, als würdest du das ja auch mit deinem Arzt besprechen wollen. Daddy, hab ich gelesen, kommt eine Bestätigung. Sie hat gesagt, mach halt, also mach halt. Ja, aber... Du hörst jetzt auf, für mich irgendwas zu entscheiden. Die ist nicht im Vollbesitz, deswegen werde ich das nicht machen. Ich mache nur das, was lebensnotwendig ist. Die Metallsachen ausziehen und dich wenigstens kurz unter das mobile MRT legen?
Sie. Sie hat gesagt, du sollst die Fresse halten. Ja. Okay, kann ich das machen? Überleg gerade, was hatten die alles so Metallisches? Naja, ich meine, eine Jeans hat eigentlich immer Metallstücke. Stimmt. Dann natürlich, wenn du wirst jetzt sowas wie eine Jacke tragen, wenn du die ausziehst, hast du darunter einen Pullover, der ist nicht metallisch. Irgendwelche Haarschmuck oder irgendein Shit muss weg. Schuhe. Piercings. Schuhe vermutlich nicht. Piercings sind aus Titan. Hm. Und damit nicht ferromagnetisch. Ansonsten fällt mir nicht viel ein. Aber Hose halt. Und dann macht sie das jetzt selbst. Ja, dann würde er quasi nur mal diesen Halbkreis über dich drüber fahren lassen. Dann kriegst du ein paar Medikamente und so ein Shit. Er wird dein Bein schon mal wegschienen und ein paar Blutungen stillen und dann würde er sich erstmal um Kaban kümmern, der ja auch 6K hat. So eine Kugel rausnehmen und solchen Shit. Gut, dass die zwischen meinen Rippen hängt. Wie dingsig ist Jojo? Wie zurechnungsfähig? Naja, du hast 7K. Du hast unendliche Schmerzen, er hat dir was dagegen gegeben und da kann dir nur was geben, was stark genug ist, damit du ein bisschen raus bist. Aber du kannst deine Gedanken langsam formulieren und ordnen. Okay, weil sie jetzt dringend dem Aztek-Typen irgendwie berichten muss, was da passiert ist. Weil da offensichtlich jemand wusste, dass wir dahin wollen. Juri. Und die wird auch davon... Na gut, irgendwie diesen Zwischen... Nee, das mit dem Arzt wusste die ja schon. Aber dass da wahrscheinlich irgendwas war. Okay. Also dass der schon irgendwie... Dass man da... Dass wir uns halt nicht sicher waren, dass man irgendwas bemerkt hat und dass es sein kann, dass der wusste, dass da jetzt was kommt oder so. Oder dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Typen auf jeden Fall. Die einfachste Lösung wäre... Kaban zu sagen, er soll ihn informieren. Der ist doch genauso raus wie sie. Der hat 1K weniger und ist besoffen. Oh, stimmt. Und er hat vermutlich auch irgendwie Schmerzmittel getankt. Ja, stimmt, der hat nur 1K weniger. Du hast recht. Du musst mir das nur verzeihen, weil ich nicht damit rechne, dass ich Kaban Schaden mache, okay? Es passiert nicht. Ich konnte ja nicht ausweichen. Ja, warte mal, du bist ja auch, ne? Ja, und ne? Hätte ich keine 8 Erfolge, wäre ich ziemlich am Arsch gewesen. Ich meine, er hat mehr Schadenskästchen als sie, aber deswegen ist das prozentual weniger, aber trotzdem. Ja, Minus ist Minus, das passt schon. Ja, du kannst ihm über eine längere Zeitspanne hinweg eine Nachricht schreiben, die... 14K ist halt 14K. Dann müssen wir erstmal zogen. 3 Stichworte, was genau steht drin? Der Arzt böse hat uns zerbombt. Nee, dass bei dem Arzt, dass wir dahin wollten, dass da irgendeine richtig fiese Falle war. Dass das irgendwer wusste. Dann, das von dem Typen weiß die ja immer noch nicht. Oder hat Cabernet das mal gesteckt mittlerweile? Nope. Hat er nicht. Du musstest essen. Das war wichtig. Das stimmt ja nicht. Scheiß auf den Run, Mann. Ja, aber sie... Ah nee, Kaban ist ja jetzt gerade nicht da. Kaban sitzt halt einen Meter neben mir. Noch irgendwas, was in den Bericht muss? Scheiß auf den Run, Mann. Und Scheiße, Mann, du bist halt tot und denkst an diese Scheiße? Fick dich. Zur Not, hier, dieser komische Dude hat eine Nachricht geschickt. Na, das sagst du mir ja voll. Ich konnte ja anders die... Was hat er geschrieben? Irgendwas von Hundewelpen. Was hat er genau geschrieben? Welpen bestätigt... Keine Ahnung. STRG oder so. Ja, der Doc wird übrigens jetzt eure Comlinks mit einem Datenkabel verbinden. Könnt ihr bitte nicht von mir irgendwas erzählen? Danke. Ich mag ihn, das ist so super. Hast du das Feed noch? Weißt du, wann das stand? Da können die das selber abrufen. Ja, egal, das werden die ja selber abrufen können. Dann schreibt sie das auch noch da rein.
Und das schickt sie ihm dann. Ja, das geht ja jetzt über erst irgendeinen anderen Dude, von daher dauert das ja noch. Die Nachricht konnte man ja nur persönlich überbringen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie du das machen willst, so richtig. Was? Die Nachricht musstest du ja persönlich auf einem Chip einem Typen überbringen, der da irgendwo Wache steht an den Gebäuden in Juschneue. Und der gibt dir dann, damit er weiß, dass es richtig ist, mit Brötchen. Dann macht sie das jetzt. Du gehst jetzt nach Juschneue und gibst dem Typen einen Chip in die Hand? Ja. Nein. Stehst jetzt auf? Ja. Nein. Niemand hat gesagt, dass sie vernünftig ist. Gut. Erstmal machst du Selbstbeherrschung. Das Ding ist, auf der einen Seite muss es Selbstbeherrschung sein, auf der anderen Seite hätte ich gerne einen Irrsinnswurf von dir. Aber nimm mal Selbstbeherrschung minus deine Schadensmodifikatoren minus 1 wegen der Medikamente. Ja, schade. Ich denke nicht, ich dass nicht. Du dich erhebst. Ich hätte übrigens für die Aktion auch eisekaltes Bein abgerissen. Oder den Fuß eher. Ah, okay. Sie versucht's und stellt dann fest, dass es nicht hinkriegt. Das Aufrichten allein hat halt eine Schmerzwelle durch deinen Körper gejagt, die unvergleichlich süß schmeckt. Da wird auch irgendwann der Troll in die Arztpraxis kommen. Leider hat, wie schon das letzte Mal auch, er keinen Platz in diesem Behandlungsoperationsraum. Das heißt, er wird dann rausgerollt. Kannst du jetzt endlich sagen, dass sie verdammt nochmal sich behandeln lassen soll? So, Hans Wurst, gib mal die Daten, die du ja schon hast. Gut. Vlad Konstantin, schon mal Körpern zum Auto bringen auf der Trage. Ich kann laufen. Passt nicht schon. Mit rein, du kannst nicht laufen, du hältst das Maul. Nicht mit Trage rein, den hälfst du dann kurz rein. Auf die Liege direkt, ich nehme Jojo. Dann wird er deine, hier ist so eine fahrbare, richtige Trage, wird er quasi hinter sich herziehen. Zu so einem schönen Medizin-Wan, den er da habt. Dann wirst du das letzte Stück noch von ihm rausgehoben und auf eine andere Liege gelegt. Auch das ist äußerst unschön. Und mir wäre das Bein nicht abgefallen, es ist ja schon geschehen. Ja, das ist mir dann auch noch eingefallen, das wollte ich auch gerade noch anmerken, aber ist auch egal. Aber der Knochen hat jetzt eine Zollbruchstelle. Naja, vielleicht ist es Mark ja doch noch verletzt. Ich meine, man müsste das ja eigentlich nochmal checken, ob das so wäre. Eigentlich müsstest du mir ja nochmal einen Konsti- und Edge-Wurf geben, wenn ich ehrlich bin. Mit Toughness oder ohne Toughness? Ja, Toughness, das klingt doch schon, als wäre das vernünftig. Ich habe 5 Erfolge. Ach, Scheiße, ist er verletzt. Eigentlich hat sie sich nur was angerüstet. Der Knochenmark ist ja bekanntlich selbst umhüllt von einer Schicht Monofilament. Steht ja auch so in dem Charakterblatt. Deswegen ist es da abgerutscht und weiter nach oben lang geschlazt. Delicious. Oh, Querbruchriss-Dings. Es ist halt nicht mal. Ja, es ist halt ein. Es schneidet halt dein Bein ab, Junge. Na klar, es ist richtig übel, es ist Monodraht. Was denkt ihr denn, warum ich gesagt habe, ihr dürft das nie klauen? Weil ihr euch immer damit selbst die Hände abgetrennt hättet. Ich hätte das mitnehmen müssen. Verdammt! Wir kommen da nie wieder dran. Das stimmt. Warum bist du auch nur so unvorsichtig, Carmen? Du hättest nicht Jojo da rausheben sollen, sondern den Monodraht. Das wäre tausendmal wert. Der ist mehr wert. Aber wie hätte er ihn denn anfassen sollen? Ich hätte die Wand mitnehmen sollen. Punkt. Genau, er hätte diesen rausbrechen sollen. Ich hätte würfeln sollen, ob der Monodraht durch die Explosion mit Türbruchstücken euch wie fucking Final Destination entzweit. Das wäre so witzig gewesen. Punkt für die Witzigkeit. Die einen sagen so, aber die anderen sagen, ich wollte weniger auch, witzig nicht für die Fatalität des Todes quasi. Nee, die Fatalität des Todes wäre dann echt nicht witzig gewesen. Also, auf dem Weg zurück. Das wäre aber ein Fertility. Okay.
Okay. Oh Mann. So, was ist denn genau gewesen? Die hatten irgendwie einen Draht gespannt und eine Bombe geplatziert. Monodraht. Scheißsache. Und auf dem Rückweg haben sie uns dann mit einem Heckenschütze uns erreicht. Leute, die jetzt noch hinterherkommen? Ich hoffe nicht. Was sind das für Leute? Wenn ich das wüsste? Wahrscheinlich Runner. Na gut. Kaban. Du brauchst noch ein paar Konserven und dann viel Ruhe, Jojo. Du musst, so wie ich es jetzt sehe, nicht operiert werden, aber das müssen wir die Nacht und den nächsten Morgen noch ein paar Mal checken. Dein Bein. Dafür muss ich mir erstmal was überlegen. Der Doc sagte irgendwas von einer Metallspindel, die da reingedrückt werden muss und dann muss das fixiert werden, damit es wieder gerade zusammenwächst. Ich würde mir gern noch was Besseres einfallen lassen. Pff, ihr seid die Experten. Ja, ja. Das gucken wir dann. Ich verspreche dir aber nicht, dass ich dich nicht nochmal aufschneiden muss, ne? Hm. Ja, wenn was zu kauterisieren ist, dann müssen wir das auch machen. Nicht nur, weil ich das Wort so mag. Ja. Gut. Habt ihr beide genug Schmerzmittel intus? Sie nickt. Na, dir kann ich nicht noch mehr geben, Kaban. Das war mir schon klar. Sonst wirkt sich das noch mit dem ganzen Alkohol negativ auf die Atmung aus. Das durfte ich mir gerade eben schon anhören, passt schon. Joti, ihr werdet zurückfahren. Ist eine schöne Autofahrt. Ja, zu fünft hat man ja am meisten Spaß. Da werdet ihr ins Ganghaus verfrachtet. In des Krankendings. Und dann wird der Doc viel, der wird erstmal gehen und sich was ausdenken müssen. Aber Julio muss die Nachricht noch überbringen. Nein. Hast noch genug Zeit, irgendjemanden zu informieren. Dass das dein Ziel ist oder sonst irgendwas. Das, was mein Ziel ist. Die Nachricht zu überbringen, dass du jetzt gerne aufstehen möchtest, um das zu tun oder so, das kannst du ja noch machen. Die sind noch lange genug da, damit du mit ihnen reden kannst. Dann werde ich das jetzt machen. Bitte, noch im Auto nehme ich an. Ja. Lass die Scheiße. Abstecher machen. Ein Abstecher. Wieso? Weil sie diesen Run unbedingt so toll fabrizieren will. Scheiß was. Fick dich, ich hab nur keinen Bock darauf, dass wir uns jetzt noch mehr Ärger einhandeln. Beim Johansson oder was? Ja. Mhm. Vlad Konstantin, guckt euch jetzt ein Porno an und zwar volle Lautstärke. Ich will hören jedes Wort, was da gesprochen wird. Die beiden tun's. Was war das nochmal für ein Johansson? Azek. Ja. Ein guter. Der ist vertrauenswürdig normalerweise. Wo ist denn das? Sagt ihm, wo das ist. Das ist ja sogar bei uns in der Nähe. Ja. Mhm. Und wie läuft das da? Einer von uns muss dahin, der kriegt ein Erkennungszeichen und dann geben wir einen Chip ab und dann ist gut. Nee, ich werde da aber jetzt ja nicht hinlaufen. Habt ihr ein Erkennungszeichen? Mm-mm. Ich mach das, ist kein Problem. Na klar machst du das. Lass mich nur 5 Minuten, lass mich nur 2-3 Meter laufen, dann passt das schon. Tippt Vlad auf die Schulter. Vlad, wir fahren an diesem kleinen Reha-Schuppen da vorbei. Und du kennst doch den Typen, ne? Oder mal einen Rollstuhl raus. Der wird dir anhalten, er wird einen Rollstuhl rausbringen. Nee, ich meine ihn für Orks. Dann wird er einen Ohrrollstuhl rausbringen.
Dann werdet ihr zu der Adresse fahren, dann wird der Kaban da reinsetzen und die nötigen Konserven und so ein Shit erstmal abklemmen, ihn mit einer Decke zudingsen, dass man nicht gleich sieht, dass er zerstört wurde. Und dann würde er sich dann die Richtung schieben. Da ein Troll einen Ork in einem Rollstuhl schiebt und die beide einigermaßen gestählt und sehr geil aussehen. Auch wenn Kaban etwas blass um die Nase ist, werden natürlich die Aztec-Dudes ihre Maschinenpistölchen etwas fester packen. Mhm, alles easy. Sind Sie ein Besucher hier? Nee, ich, was war nochmal das Erkennungszeichen? Ich weiß es gerade gar nicht. Die letzten Male haben sie euch eigentlich immer erkannt, glaube ich, oder? Ja, der eine hat ein offenes Visier. Ach, nee, stimmt. Übel klug. Hoch oder tief? Tief. Schade. Keiner da tatsächlich. Ja, keiner da, dann sage ich meinem Boss ja auch gerade, so ist keiner von denen da. Dann können wir wieder drehen. Jo, die haben euch halt schon ein bisschen weiter noch angesprochen, weil die schon Angst hatten. Okay. Ja. Dann fahr da wieder rein und die waren zu kurz draußen, Jojo. Dann geht's weiter. Hä, wie die waren zu kurz draußen? Na, die sind rausgerollt und dann sind die 10 Sekunden später wieder reingerollt. Die Nachtschicht hat gerade keinen Dienst. Ach, super. Ich fahr da morgen vorbei. Sehe ich noch nicht so unbedingt, muss ich sagen. Ja, dann in 2 Stunden oder so. Sehe ich noch weniger. Ihr seid doch, ihr beiden macht euch wieder Pornos an. Ihr seid doch jetzt irgendwo und arbeitet da irgendwo, oder? Mhm. Kann man das nicht da irgendwie regeln? Wenn er nicht kommt, würde er da eh fragen, was los ist oder nicht. Ja, kann man. Ich könnte mich krank melden. Und wir sollten uns beide krank melden. Ja. Schweinegrippe oder sowas, keine Ahnung. oder akuter Durchfall, das wäre auch natürlich eine gute Sache, weil wir haben voll in die Scheiße gegriffen. Ja, du das eine, ich das andere. Ist das nicht dieser Matt-Typ? Hm. Nahrungsmittelvergiftung. Also ja, Scheiße passt dann schon. Die kommt zurück, dann passiert das, was ich gesagt habe. Mhm. Und dann wird am melde ich heute noch krank, also am nächsten Tag um 7 euch beide eine unbekannte Nummer anrufen. Auf den Arbeitscom-Links solltet ihr da liegen haben, aber ich vermute irgendwie, dass Jojo drauf bestehen wird. Wahrscheinlich. Ja. Du bist immer noch leicht im Delir. Man hat sich noch nicht um dein Bein gekümmert. Offenbar hat er sich noch nichts ausgedacht. Also man hat es versorgt, aber man hat sich noch nicht gekümmert. Ja, sie geht ran. Also übrigens die Stimme von dem Sicherheitstod von gestern. Guten Tag, das ist eine Standardkontrolle, da Sie sich krank gemeldet haben und wir ähnliche Vorfälle hatten. Was genau ist der Grund? Oder können Sie uns den, das fehlt irgendwie, den Namen des behandelnden Arztes noch geben? Die gibt den Namen von dem Arzt, wo wir theoretisch in Donskoi gewesen wären, was aber natürlich grandios schief ging. Mhm. Gut. Ein akuter Fall von irgendwas. Dann. Wir haben versucht, einen Bericht zu schicken, aber irgendwie war die Leitung gestört. Ja. Wir melden uns. Vielen Dank, dass Sie am Sicherheitsprogramm teilnehmen. Piep. Die Humanes-Schweine haben einen
Dude in die Luft gejagt, der direkt nebenüber war und gearbeitet hat. Diesmal gehen sie wirklich zu weit. Das ist ja so offensichtlich, dass sie dann diesen Elfen da hochjagen, der ja auch in Fetzen dort gefunden wurde. Es ist einfach schlimm, wie human ist die Welt zerstört, Junge. So böse Menschen, ich kotzen. Finde ich wohl nicht in Ordnung. Nee. Jojo will das übrigens nochmal probieren mit diesem blöden Chip. Sie möchte aufstehen. Ja. Nein. Du kannst die Probe. Nicht da. Du kannst die Probe gern wiederholen. Ich lieg neben dir. Nein, tust du nicht. Du kannst die Probe wiederholen und wenn du dir die Infusion abklemmst, wenn Kaban gerade wegdämmert, kannst du dir auch den. Nee, kannst du. Doch, kannst du. Dann kannst du dir den Medikamentenmalus sparen, aber du wirst unendliche Schmerzen dadurch erhalten. Als ob Kaban mit ihr im selben Raum ist, wenn die im Ganghaus sind. Ihr habt ja so viele Behandlungsräume, die steril sind und alles, natürlich. Dann müssen wir im Behandlungsraum liegen? Dein Bein wurde fast bis aufs Knochenmark weggesägt. Knocheninfektionen sind eine gute Sache, da sollte man auf jeden Fall nicht vorsichtig mit umgehen. Und ich hatte ein gottverdammtes Jagdgewehrprojektil ja okay. Zwischen den Rippen hängen. Also, ihr habt natürlich irgendeine, so einen Vorhang dazwischen. Das heißt, du musst nicht mal warten, bis Kaban wegdämmert, da hast du recht. Du kannst dir die Infusion abklemmen, unendliche Schmerzen halten und dadurch hast du nur -3 zum Aufstehen. Moment, das dauert ja auch ein bisschen, bis das Zeug aufhört zu wirken, ne? Das ist ja nicht, sobald du den Tropf abklemmst, wirkt das nicht mehr. Naja, dann wartest du noch. Was ich meine ist, -2 sogar, dann hast du nur -2 statt -3 für deine Selbstbeherrschungsprobe aufzustehen. Das meine ich doch, wenn du nicht mehr im Delir bist. Wenn du nicht mehr im DD bist, wirken die Schmerzmittel nicht mehr. Doofe Sache. Sie hat ja immer den gleichen Schmerzmalus, weißt du? Der ist ja nicht größer, nur weil. Ja. 2. Ah, also mir würde das noch nicht reichen, aber wie ich gehört habe, hast du ja noch 7000 Edge. Nee, das brauche ich wahrscheinlich woanders für. Bist du sicher? Ich meine, Jojo ist ja pflichtbewusst. Das stimmt, aber die lassen die da jetzt sowieso nicht raus. Mhm. Vielleicht merkt's ja keiner. So schnell ist die nicht, dass das keiner merkt. Vielleicht kannst du sie ja durch eine Autorität bezwingen. Ich glaube nicht. Nicht mal so ein bisschen Edge. Ja, nö, dann sagen die ja sofort im Troll Bescheid und dann trägt er sie zur Not da zurück hin. Und der ist schneller als sie. Du willst mir also sagen, sie klemmt sich die Infusion ab, hat unendliche Schmerzen und versucht kurz aufzustehen und sagt dann, das klappt nope. Wohl doch noch nicht. Nee, sie geht schon bis zur Tür, so ist das nicht. Du, mir in dem Moment. Die 2 Erfolge nicht, um aufzustehen, davon rede ich. Ach so. Die reichen mir, damit du dich hinsetzt und dann wieder merkst, nee. Gut, kriege ich das mit, dass sie aufsteht, weil dann würde ich nämlich den Doc rufen. Du kriegst mit, dass sie nichts tut, nicht mal das Hinsetzen. Gut. Ich meine, noch hat sie ja nichts gemacht, um sich hinzusetzen. Sie bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen sitzen, weil sie denkt, das geht gleich schon. Das würde auch gleich gehen. Ich bräuchte nur noch mal eins von deinen 5000 Edge dafür. Warum willst du mir jetzt unbedingt das Edge aus der Tasche ziehen? Weil du zu viel hast. Ich will dir nicht unbedingt das Edge aus der Tasche ziehen, aber du hast ein Ziel und du kannst es so noch nicht bewältigen. Und du hast die Möglichkeit, deine Ziele durch überirdische Macht noch zu erreichen durch Edge. Das hast du bisher immer begriffen, bist heute irgendwie nicht, keine Ahnung. Du hast schon wieder so einen Tonfall in der Stimme, weißt du? Du könntest sagt, auch einfach deinen Schmerz wegzaubern. Aus der Tasche, das stimmt. Also, Flummi, ich muss ja sagen, dass ich dieses Metagaming, was du da betreibst, nicht so ganz gut halten kann. Ich werde mir einen Schmerzwiderstehen-Zauber auferlegen. Ist das ein Heilzauber? Yep. Minus Schmerzen, minus 1 wegen Cyberware. Hast du 5, ja, ne? Ja. Minus 3 also. Hast du dann immer noch 7000 Würfe? 7000 nicht. Ich habe dann 3, dann habe ich noch 5 Würfel.
Und ein Erfolg. Dann hättest du einen Malus weniger bei dieser Probe. Das heißt, du darfst noch einen Würfel mehr würfeln. Aber erstmal hätte ich gern deinen Zug. Force, die hätte ich vorher bestimmen müssen. Scheiße. Ja, Force 3 oder sowas wird es gewesen sein. Oder Force 4. Ein Vollbockzauber, Mann. Force 4, okay. Warum war das jetzt kein Vollbockzauber? Ich habe 3 Erfolge. Fuck you. Na gut, dann kannst du noch deinen einen Würfel nachwürfeln. Ha! Wenn du möchtest, kannst du aufstehen. Ich stehe auf. Wenn ich das mitkriegen sollte, würde ich gerne den Doktor rufen. Petze. Natürlich. Also, du willst dich aus dem Bett wuchten. Du wirst vermutlich einbeinig zur Tür hüpfen. Das Bein ist ja geschient, das heißt, es bricht auf jeden Fall nicht auseinander. Ja, aber du wirst vermutlich trotzdem einbeinig zur Tür hüpfen. Werden wir etwas nehmen, das mit, auf dem ich mich abstützen kann. Was soll es denn da geben? Es gibt einen Rolltisch in angemessener Höhe, auf dem so ein bisschen Scheiß rumliegt, mit dem er dich verurkst hat. Selbstverständlich könntest du den abräumen. Das ist total lächerlich. Ich hätte jetzt eigentlich auf eine Gehstütze oder einen Stock oder sowas gehofft. Alles andere ist sinnlos. Dann wird sie aufstehen, merken, dass es hier nichts gibt und sich wieder hinlegen. Schade. Natürlich gibt's da keine Gehstütze. Wozu denn? Damit du jetzt stehst? Ja, die wird vermutlich sich am Bett entlang kurz irgendwie nach vorne, um zu gucken, ob sie irgendwas findet, was ihr jetzt hilft. Wenn sie feststellt, dass das nichts wird, dann wird sie irgendwie wieder zurücklaufen, humpeln, was auch immer tun und sich dann wieder ins Bett setzen, weil sie merkt, dass es nichts gibt, womit sie jetzt irgendwie ihr Vorhaben durchbringen kann. Es ist übrigens unheimlich schmerzhaft. Ich bin mir auch nicht sicher, ob so eine Schiene zwingend eine Knochenverschiebung jetzt verhindert, aber ist ja okay. Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich ja doch, die sollte eigentlich super fest sein und oben und unten noch, ja doch, das sollte gehen. Ja. Aber dennoch, unendliche Schmerzen sind dein Lohn. War es das, was du eigentlich wolltest? Nein, aber... Bist du sicher? Nein, aber... Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie einfach schreiend auf dem Boden liegt gerade, aber... Dafür hat sie ja diese ganzen Erfolge, dass sie das nicht macht, aber du hörst sie, wenn sie dann wieder ins Bett fällt. Das hörst du, dass sie wieder... Ne? Bei dem Rest warst du dir nicht sicher, aber das war auf jeden Fall eindeutig. Du stehst bloß nicht auf jetzt, oder? Mm-mm. Selten dämlich. Weißt du, was da alles passieren kann? Wir kriegen die Nachricht auch schon raus. Das ist kein Problem. Irgendwann. Du musst jetzt nicht eine aparte Bitch tun, nur weil du der Chef sein willst. Ich möchte gerne irgendwas, womit ich ihn schlagen kann. Durch einen Vorhang? Ja. Du kannst diesen Ständer, an dem dein Tropf hängt, weiter in dich packen und durch den Vorhang auf seinen Leib zielen. Okay, sie lässt es, sie macht gar nichts. Ich meine, du kannst, geht nicht. Hm. Kannst du dann nachher machen. Sie würdigt das nicht mit einer Antwort. Was bist du denn jetzt so? ich nehme das einfach. Ich nehme das jetzt einfach als gewonnenes Argument hin. Ich weiß, es ist dumm, das jetzt als gewonnen hinzunehmen, und ich weiß, dass ich das nicht gewonnen habe, aber das ist egal. Kaban nimmt das jetzt als, er hat gewonnen und er hat das Richtige getan. Ich liebe dich, Telly. Ach ja. Jojo ist noch immer nicht ganz ab von ihrem Vorhaben, aber im Moment ist die Gelegenheit ungünstig. Mir fehlt ein Bein. Die Gelegenheit ist ungünstig, einen Marathon zu laufen. Das Bein fehlt mir ja nicht. Es ist ja noch da. Du willst ja auch keinen Marathon laufen. Das war eine Überspitzung. Ist das ohnehin schon kaputte oder ist es das andere? Das haben wir jetzt nicht definiert. Das Rechte ist das nur normal kaputte. Ist die Frage, bist du vorher mit dem Kaputten losgelaufen oder mit dem... Das weiß ich nicht. Die ist einfach irgendwie losgelaufen. Ich kann es dir beantworten. Wenn du ein kaputtes Bein hast... dann und aus dem Stand losläufst, wirst du eigentlich das Kaputte immer zuerst bewegen, weil du nicht als erstes dein Gewicht auf das Kaputte stützen willst. Jedenfalls war es bei mir so. Stimmt, ja, du hast recht. Das heißt, okay. Das Kaputte ist weiter kaputt. Okay. Aber an einer anderen Stelle.
Ja. Der Troll wird ins Zimmer kommen, ummantelt von Koreaner und seinem persönlichen... Wer war sein persönlicher Schnetzler nochmal? Hatte der einen? Vermute ich nicht wirklich, er ist ein verdammter Troll. Ja. Und Konstantin. Ich wollte, nee, doch, Konstantin, ich wollte erst Vlad sagen, aber Vlad muss aus der Rolle raus, dass er mal beim Boss rumhängt. Also, er wird mit den beiden rauskommen, die Tür verschließen, die sind bewaffnet und sie haben einen Kerl dabei. Ja, ja. Es ist ein Zwerg mittleren Alters, also, keine Ahnung, 50, mit einem schönen Iro-bläulicher Farbe, eher so Neon, mit dem ein Sack über den Kopf gestülpt wurde. Er hat einige Deswegen können Tattoos. Wir den Iro auch sehr gut erkennen. Das ist ja für gleich, wenn der dann abgenommen wird. Weißt du wie? Ich habe ja vorausgedacht. Weiter als mein Hirn. Und natürlich so ihr Fessel und so ein Shit. Außerdem sieht er ein bisschen lediert aus. Der Troll wird zu euch kommen und euch, nee, wird er nicht. Er wird sich nur den Typen hinstellen. So, da euch, Leute, das mit am meisten betrifft, passt auf. Irgend so eine Splitter, irgendwas Typengruppe hat uns den geschickt, weil er ein Angebot hat. Er wird sich auf seinen Rücken stellen und ihn zu Boden pressen. Es wird ein wenig knacken. Man hört die Luft aus seinen Lungen etwas rausrauschen. Wir haben ein Angebot für uns. Und zwar volle Entschädigung für das alles hier. Plus, also die Entschädigung fängt schon mal mit ihm hier an, aber ich bin nicht bereit, irgendein Geschenk von solchen Leuten anzunehmen, sondern die müssen dafür richtig leiden. Aber sie wünschen sich, dass ihr sie irgendwie gewähren lasst in dem Ding, wo ihr seid. Und dafür sind sie dann, ich sag mal, zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet. Was sind das denn für Typen? Er wird jetzt den Fuß runternehmen, den Typen in die Luft ziehen. Er wird ihm den Sack vom Kopf nehmen. Er hat aber trotzdem noch eine Augenbinde tatsächlich. Man muss ja immer doppelt vorsorgen. Dann wird er ihm den Knebel aus dem Mund ziehen. Man hat dich was gefragt. Wir sind Verfechter, Bekämpfer der sogenannten Herrenrasse. Wir sind die antifaschistische, antirassistische Gruppierung Alpha 1. Du klingst echt grenzdebil. Entschuldigung. Er wird noch ein bisschen abhusten. Der wurde gerade von dem Trollfuß als Zwerg. Du weißt schon, ne? Jojo hat echt schlechte Laune. Ich sag nur. Ihr seid also die grenzdebilen Spastis von nebenan. Nenn mal einen Namen. Ich habe das letzte nicht verstanden. Jetzt nenn mal einen Namen. Alpha, Eva. Alter, das ist auch nix. Was? Also, das Alpha-Efeu will was von uns? Was bringt mir denn eure Dankbarkeit? Wir sind vernetzt, wir sind nicht die einzige Gruppe. Wir bekämpfen Humanes und alle anderen Metamenschenrechtsverletzer, wo wir können. Ja, Waffen, Ressourcen. Du hast mich noch immer nicht überzeugt. Ich habe A, noch nie von euch gehört und zum Zweiten habe ich schlechte Erfahrungen mit Idealismus gemacht. Dass du nicht von uns gehört hast, ist ja ein gutes Zeichen. Oder? Und? Also nicht, wenn du jetzt anfängst, mit deinen Vernetzungen zu prahlen, denn wenn ich denn noch nie von euch gehört habe, ist das eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Wir haben loyale Mitglieder an verschiedenen Stellen eingeschleust, von denen niemand was wissen muss, die aber vor Ort was machen können. Und zu welchem Zweck? Bekämpfung von Faschismus, Rassismus, Herrenrassendenken.
Und die werden nie mit den Falcons zusammenarbeiten. Nie ernsthaft. Wegen dieser ganzen Elfensache. Aha. Und was macht er dann da so? Und was machst du so? Nee, aber was machen die denn da jetzt? Was bekämpfen die denn da jetzt großartig wie? Na, die Herrenrasse des Kapitalismus, ja, Faschismus das und. Klingt immer noch wie ein 15-jähriges Balk, das irgendwie jetzt der Meinung ist, es muss keine Ahnung. Die Frage ist ja auch jetzt durchaus berechtigt, aber sie klang halt einfach so mega lustig. Wir zünden jetzt Autos von Geringverdienern an, um gegen den Kapitalismus zu protestieren, weißt du doch. Der Junge, der ist ja was auf der Spur. Nee. Wir haben bereits mehrere. Wir waren maßgeblich mit daran beteiligt, dass Humanes den letzten die Human Nations den letzten Todesstoß bekommen haben während des Krieges. Wir haben kleinere Fabriken, kleinere Büros angegriffen, die besonders Metamenschen unfreundlich Dinge da betrieben haben. Wir sind beteiligt an der Tötung verschiedener Nadelstreifenentscheider. Wir organisieren das, was von Gewerkschaften übrig ist, um wenigstens kurzzeitig Streiks auszulösen. Und du willst also mit uns zusammenarbeiten? Ich bin nichts, aber verschiedene Einzelgruppen könnten die immer noch von oben zusammengeführt sind, die Schirmherrschaft würde direkt mit euch zusammenarbeiten. Und die anderen? Sie tun, was die Schirmherrschaft sagt. Niemand weiß was davon, es bleibt unauffällig. Außer einigen wenigen, die unangreifbar sind und den Kampf vorantreiben. Wir wissen, dass ihr auch Stress mit Humanes habt. Wir wissen, dass Humanes die Red River Gang in Teilen unterstützen, um euch zu ficken. Erzähl uns mehr. Und was Neues? Wir könnten sicher, das wurde mir zumindest gesagt, wenn die Splittergruppen kurzzeitig ein gemeinsames Ziel haben wie diese Gang, innerhalb eines halben Jahres mehrere Schläge, die hart treffen und ihr müsst nur noch aufräumen. Jojo schaut den Troll an. Sie sieht auch ein bisschen skeptisch aus irgendwie. Ja, der Troll wird erstmal ordentlich in die Hände klatschen, sodass der Kopf des Typen da quasi dazwischen ist. Sodass der sich auf dem Boden schreiend windet und seine Ohren festhält. Der wird Vlad ihm wieder geflissentlich einen Sack über den Kopf ziehen und ihm Bauarbeiter-Kopfhörer aufsetzen. Denn das sind ja bekanntlich die Besten. Das stimmt. Ich dachte, Vlad ist nicht dabei. Konstantin, der andere Vlad. Ach so. Das hätte keiner gemerkt, wenn du nichts gesagt hättest. Das stimmt. So, du wirst skeptisch den Troll angucken. Ich bin ja dafür, denen ein eindeutiges Signal zu senden. Aber ich bin dafür, dass der Typ dabei irgendwie am Leben bleibt. Keine Ahnung. Ist für mich eindeutiger. Er soll ruhig am Leben bleiben, aber ehrlich gesagt, glaube ich, traue ich dem keine 2 Meter weit. Hey, ich will nichts mit irgendwelchen, keine Ahnung, was das hier sein soll. Möchte gern Antifa, keine Ahnung was. Wenn ich schon wieder höre Splittergruppen, dann macht da jeder wieder sein eigenes Ding und am Ende zerbumsen die sich gegenseitig, weil die gar nicht voneinander wissen, Alter.
Und außerdem weiß jeder, dass jede einzelne Splittergruppe auf der ganzen Welt von Loff regiert wird. Das ist kein Witz. Okay. Ich habe auch nicht gelacht. Warum ist denn dein Tropf aus seinem Arm raus? Ich glaube, die wollte gerade aufstehen. Was bist du denn für ein dummes Stück Scheiße und verrätst deine Bössin, Alter? Er wird das wieder ranfriemeln. Nur im Zusammenhang mit meinem anderen Boss. Ich muss immer dem Boss loyal sein, hat mir gesagt. Und ich bin ihr loyal, indem ich sie nicht aufstehen lasse. Das wäre saudämlich von ihr. Aber wenn du jetzt nicht sofort deine scheiß Fresse hältst, dann lass ich deine Lippen zusammenwachsen. Ruhe, wir haben hier einen Gast, vorm Gast streiten wir uns nicht. Ich senke ein bisschen beschämt den Kopf. Also angedeutet. Also Jojo. Ja. Ich würde den zurückstecken. Mach mal vorher ein Bild und alles. Dann können wir das direkt mit verschicken. Was hat denn immer die Human Nations mit den Metamenschen nochmal gemacht? Hä? Gekreuzigt. Gekreuzigt, das mir irgendwie... Ich will jetzt was mal machen. Er wird zu treten und ihr, was aufs Comlink tippen. Warte Sekunde, ich schreibe dir das. Dann wird er nicken, nachdem sie das gesehen und offenbar auch abgenickt hat. Und dann wird der Typ rausgeprügelt. Wie ist der überhaupt hierher gekommen? Der hat sich einen halben Kilometer quasi entwaffnet, Hände über den Kopf und hat irgendjemand hier in der Nähe angepinkt. Von dem man weiß, dass er mit uns ab und zu mal was macht. Und so ein kleiner Fisch. Und der hat das an uns weitergeleitet. Den kleinen Fisch lasse ich gerade schon von Vlad befragen, ob der irgendwas damit zu tun hat. Wie ich in deines Beines. Der hat sich wieder zurückgelehnt. Sie liegt gerade wieder lieber. Ich muss es noch immer richtig kräftig durchspülen. Das wären die schönsten 10 Minuten deines Lebens übrigens. Danach kannst du jeder Frau, die dir mit Geburtsschmerz kommt, ins Gesicht spucken. Cool. Und dann wird es einfach nur auf ewige Ruhe hinauslaufen mit einer Vollschiene und einem Gips und den ich ab und zu mal wechseln muss wegen Infektionen und so einem Shit. Du wirst hier diesen Raum nicht verlassen, du wirst auf jeden Fall irgendwie gehen. Weil sonst nämlich dein Bein auf eine Art und Weise zusammenwächst, dass du es vielleicht nicht mehr benutzen kannst. Ich kann operativ eigentlich nichts machen. Diese vor 10 Jahren hätte man mir noch gesagt, ey, wir hauen da jetzt eine Schraube rein und dann ist alles gut. Ich würde da gerne eine Schraube reinhauen. Das Problem ist bloß, dass ich bei dem kleinen Knochen ein bisschen Bedenken habe, weil der ja auch noch nach oben weitergeschnitten wurde und abgedingst wurde, dass ich das in Splitter aufbreche. Und außerdem bist du Magierin, was weiß ich, was da genau passiert. Sollte eigentlich nichts, aber... Okay. Und die Schiene, die du unter den Gips kriegst, die wird das auch richtig eng verschnüren. Aber Durchblutung ist noch gestattet, ja? Sehe ich jetzt nicht, wofür das nötig sein sollte. Deine Muskeln dystrophieren da sowieso bis zum geht nicht mehr. Nein, das Bein wird dir nicht abfaulen. Okay. Sofort. Das reicht mir schon. Gut. Gaban, wie geht's dir? Mut, ne? Was soll man sagen? Also,
tut noch ein bisschen weh, wenn man den Arm hebt, aber morgen bin ich wieder auf dem Feld, würde ich sagen. Oder wenn du atmest, ne? Oder wenn du dich umdrehen willst. Ja, ne? Ich würde dich ja gerne mal husten lassen. Würde ich ja eigentlich nicht. Muss nicht sein. Schön liegen bleiben. Ihr Bede, könnt euch schon mal kurz verziehen, danke. Aber man schwärzt seine Böse nicht an. Ich möchte, dass so, wenn Jojo sich aus dem Bett bewegt, sie anschwärzt bei mir. Aber nicht von der anderen. Das ist mir klar. Ich möchte, dass du dieses Scheißbett nicht verlässt. Kann ich nicht wenigstens irgendwann in mein eigenes Zimmer umziehen? 3 Tage nach der Spülung. Yay. Ganz ehrlich, du solltest nicht aufstehen. Hin oder du hältst einfach mal deine scheiß Fresse. Du gehst mir schon den ganzen Tag auf den Sack. Leute, wir haben das jetzt geklärt. Wie wir das handhaben. Kaban, sie hat recht. So. Tui hat sie recht, sie ist der Boss. Der reicht ja schon. Ah nee, warte mal, du hast ja recht. So, passt. Ich dachte, es kommen wieder unflätige Widerworte. Der Boss hat immer recht, weißt du doch. Dir ist auch wenn der Boss klar, recht hat. Dir ist ja auch klar, dass wenn Jojo wieder ihre Gedanken beisammen haben kann, dass sie sich dann was für dich ausdenken kann. Ja, dann mag das vielleicht sein, da gehe ich dann wohl durch. Nee, da ist jetzt auch mal Ruhe. Meine Güte, der hat immer noch... Warum haben wir den überhaupt aufgenommen, Alter? Als Prossi hat er mir gut gefallen. Oh, Mann. So. Was ist denn jetzt mit diesem eurem Johansson? Ich will ihm halt einfach diese scheiß Nachricht überbringen. Ich gehe da morgen hin. Mit dem Rollstuhl, das kriegen wir schon hin. Ist da eine Strauß gekommen bei diesem Arbeitsding? Bis jetzt nicht. Ja doch. Also die wissen Bescheid, dass wir ausgenockt wurden, aber die wissen auch, wo das passiert ist. Aber der bricht ja ganz. Dann wissen sie ja auch, dass der Laden in die Luft geflogen ist. Ja. Na, dann wissen sie da jetzt alles, oder? Nein. Es gibt ja noch einen Mob bei denen, von dem sie wissen sollten. Was hältst du davon, wenn ich mich mit dem Typen treffe, nur um eine gut verschlüsselte Comlink-Verbindung von ihm zu dir aufzubauen? Ich weiß nicht, ob das geht. Wir sollten immer Nachrichten über den Schiffform rüberbringen mit dem offenen Visier. Es kann gut sein, dass der Typ mit dem offenen Visier einfach gar keine Ahnung hat, was er da kriegt. Sondern einfach sagt, okay, ich krieg ein Paket, okay, geht das jetzt einfach weiter, tschüss. Das sind alles Konzerndrohnen. Ja. Da weiß ich jetzt, wie wir es machen. Ich muss ja eh nochmal eine spezielle Schiene besorgen und... Da kommt ja Beda einfach mit ins Krankenhaus und dann soll er sich dort mit euch treffen. Könnt ihr das klar machen, dass er dorthin kommt? Dann habt ihr ein paar Minuten in dem Behandlungszimmer. Vielleicht. Möglich. Probiert das mal. Dann geht er. Na, wir haben ja noch eine Nummer von dem. Kann sein. Ja. Notfallnummer, ja. Okay, dann wird er mal angerufen. Das ist nicht seine Stimme, ne? Gott, wie hieß er nochmal? Miron Kaska. Jo, Pavel hier. Ich bin gerade mit Miron, mit Big K auf dem Hip-Hop-Festival. Wir sind ein paar Tagen zurück. Falls du mich dann erreichen willst, kein Ding, aber jetzt ist gerade noch ordentlich abspacken und die Hose fallen lassen. Piep. Sie legt auf. Achso, das Piep war, Entschuldigung. Piep, sprechen Sie jetzt Ihre Nachricht. Piep. Hi, es gab da einen kleinen Zwischenfall. Ich bin schwanger.
Und, keine Ahnung, wenn du uns mal besuchen willst, dann, sie sagt halt das Krankenhaus jetzt. Und, sagt auch eine ungefähre Uhrzeit. Wäre echt knorke, wenn du mal vorbeikommen könntest, so. In wie 4 Tagen? Oh. Was? In wie 4 Tagen? Wann wollte der Troll dahin? Ich glaube in 3 oder so. Okay. Ja, geht's ja wahrscheinlich nicht. Wobei, bis dahin ist Kaban wahrscheinlich auch wieder fit. Jo, wahrscheinlich. Einigermaßen. Nicht voll fit. Ich meine, er hat dann auch noch 3K. Ja, aber fit genug. Ja, ja. Und du bist dann auch wieder relativ fit. Du hast halt einfach nur ein zerstörtes Bein. Ja. Judy. Wird dahin gekarrt. Jojo im Rollstuhl. Schön das Bein ausstrecken. Dann fahrt er dann in irgendein Behandlungszimmer. Und dann wird der Troll da schon mal ein paar Sachen vorbereiten. Für später, wenn du diese unvergleichlichen Schmerzen erleben darfst. Geil. Und dann wird er kurz rausgehen. Da wird irgendwann nach ein paar Minuten Mira und Kaskaf reinkommen. Moin. Moin. Hi. Hier. Kann ich kurz lesen? Klar. Ja. Er wird eine Tüte Mettbrötchen natürlich beiläufig auf den Tisch legen. Ich werde durchaus gerne ein Mettbrötchen essen. So ist nicht. Auf dem Chip, den du ihm gibst, ist ja jetzt auch das von, ist die Nachricht, die Kaban mitgedingst hat, auch drauf. Ja. Jo. Was machen Sie sich auf dem Reim für die, was macht ihr euch auf dem, für einen Reim auf die Nachricht? Na, ich denke, der hat's, man hat gehört, dass irgendjemand bei dem Typen war. Also wenn ich, wenn ich was gegen dieses Unternehmen machen würde, was ich niemals machen würde, würde ich das so machen, dass ich mir eine Möglichkeit organisieren müsste, wie die Salbe zustande kommt. Sprich, ich borg mir den Arzt für diese Scheiße und gehe dann über irgendeinen anderen Weg da rein und mach dann halt meinen Shit mit dem Sprengstoff oder wie auch immer das ist. Wollten wir eigentlich noch in Erfahrung bringen. Wir haben noch nicht mit ihr gesprochen. Mit unserem Kontakt. Ja. So, und dann, ja, das ist halt aufgefallen und dementsprechend wurden wir entdeckt. Und der Morgen eurer Firma hat halt uns dann lokalisiert, nachdem man ein bisschen mehr geguckt hat, wer denn so komisch ein bisschen fishy ist. Gut, die Neuen sind immer fishy. Ja, und das war's dann. Okay, heißt auch, der Arzt ist auf jeden Fall involviert. Wir sind auch sowieso gerade noch auf der Suche nach ihm. Hat sie nicht zerlegt? Wir gehen nicht davon aus. Also jetzt mit der Info würde ich noch weniger davon ausgehen, denn wenn jemand intern dort diesen Typen, der die Nachricht geschrieben hat, gewarnt hat, dann wird es ja beim ehesten der Arzt gewesen sein. Der dann erwartet hat, dass ihr wiederkommt und euch in die Luft gejagt hat. Irgendeine Ahnung, was sie vorhaben? Uti, was? Wer war jetzt noch? Der Typ, der da jetzt war, der hatte jetzt nichts Besonderes, ne? Der da jetzt war? Der jetzt diese Nachricht geschrieben hat. Diese komische. Nichts, was ihr bisher rausgefunden hättet. Ihr hattet leider zu wenig Erfolge. Naja, wenn er zu diesen komischen Antikapitalisten, Antirassisten, Anti-Establishment, Anti-Herrenrassentypen sind, sagst dann... Sagst du das oder ist das ein Gedanke? Auf dem Chip ist jetzt auch ein Foto von diesem Zwergen drauf, ne? Eben, dachte ich nämlich auch. Das wusste ich ja nicht, dass ihr das hinzugefügt habt. Okay. Ja, sicher. Das sage ich dann einfach so mal stumpf so, wie ich es gerade gesagt habe. Dann würde ich mal behaupten, die okay, wollen euch auseinandernehmen. Was für Leute? Keine Ahnung. Punks.
Ja, irgend so ein Affe hat uns kontaktiert und war irgendwie der Meinung, er könnte jetzt anfangen, irgendeinen tollen Vorteil uns anzubieten als Wiedergutmachung für das, was da passiert ist, wenn wir irgendwie die Finger von ihm lassen oder so, oder wenn wir ihn machen lassen. Der hat irgendwas gefaselt von irgendeiner, keine Ahnung, klang so ein bisschen wie so eine vollkommen überidealisierte autonome Truppe und hat viel von Splittergruppen erzählt. Was hat er gesagt? Alpha, Eva? Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Ich glaube, Alpha, Eva hat er gesagt. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich noch nie von gehört. Die wohl angeblich bei verschiedenen Leuten irgendwie einen eingeschmuggelt haben, aber ich traue dem Braten nicht so richtig. Das ist ja schon mal vielversprechend. Gut. Hier irgendwie gegen, keine Ahnung, gegen Rassismus, was weiß ich nicht, also ein Kram. Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Und zwar, der hat sich an euch gewandt, bevor ihr weggebombt wurdet? Nein, hinterher. Nee, dahinter. An euch beide? Nee, ich denke mal an uns als Organisation. Das heißt, er hat eure Aliasse auch von wegen die Firmen-Aliasse mit der Gang in Verbindung gebracht. Ich nehme an. Gut. Aber ich denke, dass die sowieso irgendeinen Hacker oder irgendwas haben. Unmöglich ist das jetzt nicht gewesen. Wie seid ihr mit diesem Zwerg hier verfahren? Er ist mit einem kleinen Gruß nach Hause geschickt worden. Was denn für ein Gruß? Na, ich sag mal, fühlt sich jetzt mit Sicherheit nicht allzu wohl. Aber er lebt noch und er wird auch nicht dran sterben. Mir wär's da relativ wichtig, da genaueres zu erfahren. Warum? Naja, letztlich waren wir übereingekommen, dass euer Primärauftrag ist, eine mögliche Gefährdung von innen zu identifizieren. Das habt ihr bisher gemacht. Ihr habt mir bisher alles geliefert. Ich kann jetzt Mitarbeiter rausziehen und so weiter. Jetzt kommt irgendeine Splittergruppe, von der auch ich jetzt noch nicht gehört habe. Vielleicht gibt es da irgendwas oder irgendwelche anderen Fanatiker, was weiß ich. So, ihr hattet mit einem von denen Kontakt. Und ein kleiner Gruß kann halt viel bedeuten. Kann halt auch was bedeuten, an dem man ihn möglicherweise jetzt schnell durch Raster identifizieren könnte, wodurch man Zugriff hätte auf diese ganzen Spinner. Jojo sagt ihm, was er hat. Ja, du nennst ihn den Namen. Damit kann ich jetzt leider gar nichts anfangen. Den Namen dieser komischen Krankheit, mit dem der Troll ihn infiziert hat. Ja, du nennst ihn den Namen, das heißt, er kann mit dem Namen immer noch nichts anfangen, er ist kein Arzt. Das ist so eine Art, keine Ahnung, Zwergengrippe oder sowas. Was das ziemlich Spezielles. Das ist ja ausgezeichnet. Ja, dann habt ihr ihn für uns ja froh markiert. Das ist ja eigentlich... Also, Behandlungskosten, was anfällt. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr das hier sein sollte. Ihr legt euch einen Credstick auf den Tisch. Mit 8K. Dann bekommt ihr eure Auftragsbelohnung. Legt euch noch einen Credstick auf den Tisch. Das sind insgesamt für euch beide nochmal 8K, wie abgesprochen. Wenn diese Leute mit euch nochmal in Kontakt treten, wäre ich mehr als interessiert. Da kann man bestimmt was ausprobieren. Des Weiteren hat am Rande eures Gangtürs ein Staffer-Scheck aufgemacht. Es ist ein besonderes Staffer-Scheck. Das ist eine Initiative von Aztec, die wir ins Leben gerufen haben, um den unteren sozialen Schichten ab und zu mal Zugriff auf echtes Fleisch zu gewähren. Ganz tolle Sache, sogar mit. Da gibt es einen Mitarbeiter, über den wir uns immer ansprechen können, wegen der zukünftigen Sachen, die ich langsam in die Wege leiten kann, was wir vorher abgesprochen hatten. Okay.
Rote Haare, blaue Augen, Sommersprossen, das ganze Paket. Bei ihm müsst ihr eigentlich immer nur 800 Gramm Hack bestellen. Dann passt halb das. Und halb, oder? Es gibt nur halb und halb. Alles wieder sagen. Genau. Okay, machen wir so. Gut. Ist sehr unglücklich, dass es dieses Mal so ausgegangen ist, aber ich hoffe, wir können in Zukunft trotzdem Zusammenarbeit vorantreiben. Klar. Ist ja kein Beinbruch. Erholt euch. Mach's gut. Dann würde er gehen und sich noch ein Mettbrötchen nehmen. Sehr gut. Ja, und dann hat Jojo den ganzen Abend noch Spaß, denn jetzt kommt Sehr gut. Möchte bitte ein Beißholz. Ja, bekommst du auch. Das ist nett. Knochenhaut das ist ja empfindlich. Und das Innere. Das muss so ultra schmerzhaft sein. Das stimmt. Warum ist die eigentlich so scheiße sensibel, diese Haut? Die muss auch nichts fühlen. Damit du weißt, damit dein Körper weiß, wann es richtig schlimm geworden ist, wenn du hingefallen bist. Das wohl gar keinen Sinn ergibt. Na doch, weil du ja nicht immer siehst, wenn dein Knochen irgendwie da beschädigt wurde durchs Fleisch hindurch und dein Körper muss dir ja rückmelden, du, das ist kaputt. Vielleicht sollst du erstmal kein Tennis spielen. Da reicht ja vielleicht ein jetzt, wo du sagst, ist da vielleicht ein bisschen was. Menschen reagieren auf sowas nicht. Die brauchen immer die volle Packung. Doch, Jojo steht trotzdem auf. Aber eigentlich nicht, weil sie so pflichtbewusst ist, sondern weil sie ihre eigene Schwäche nicht akzeptieren kann. Aber nur wegen Magie steht sie auf. Ja. Gut. Ja, der wird euch dann auch verurksen und dann seid ihr irgendwann wieder auf dem Damm, aber das dauert noch ein Weilchen. Das ist schon okay. Ich habe mich jetzt auf die nächsten 2 Wochen Bettruhe eingestellt. Denkt Jojo eigentlich ab und zu mal an Herrn noch hier, den Aztec jetzt vermutlich so tief im Kopf herumwürmeln wird, bis er nicht mehr weiß, ob er sterben oder leben will, weil er gar nicht mehr weiß, dass er am Leben ist? Nö, darüber denkst du nicht nach. Mit ihren gierigen Magiefingern werden sie ihnen einfach nur das Hirn rausleiern. Das magst du doch besonders. Ja, aber das weiß sie nicht und darüber denkt sie auch nicht nach. Oh, bitte, darüber denkt sie nicht nach. Natürlich nicht. Besser ist das. Weißt du, Ignoranz kann ein richtig schöner Segen sein. Das stimmt. Sehr gut. Bei mir steht, dass ihr das letzte Mal Karma bekommen habt, Folge 240, kann das sein? Möglich. Das ist möglich, ja. So, wie viel Geld hatten wir jetzt gekriegt? Sonst vergesse ich wieder, mir das aufzuschreiben. Wir hatten, die Behandlungskosten, die zählen ja nicht. 4K pro jeden, aber bitte bedenke, dass im Forum noch diese Regelung besteht, die ihr nochmal kurz da durchgucken müsst. Ja, ja. Kriegt ja noch 30 Karma, schüss. 40% bekommt die Gang. Wie viel? 40. Okay, das heißt, wir kriegen noch 3K raus. Hä? Nee, ich bin ja dumm. Die Gang bekommt 1600 davon. Siehst du, ich sag, hä, ich bin total dumm. Dafür bekommt ihr beide noch 2 Bonus-Karma. Junge, Junge, Junge. Tja, da habe ich mir wieder richtig viel Karma gegeben und die Runde ist so gut wie zu Ende. Sehr gut. Wie viel Karma haben wir jetzt gekriegt? 32. 32. So, und wie viel Fluff? Plus das eine extra Karma, nicht vergessen. Das habe ich mir schon aufgeschrieben. Sehr gut. Weil ich es dir vorhin gesagt habe. Fluff Karma. 7. Dann möchte ich mir jetzt Bürokratie und so steigern. Bitte was? Naja, Bürokratie und so ein Scheiß. Also, das Bürokratie? Naja, so Dinge, die man so im Büro tut. Ich war fast. Du hast ein Skill Bürokratie? Noch nicht, aber ich möchte jetzt gerne haben. Als Fluff, wenn das geht.
Ich war vorher noch nie in einem Bürogebäude. Ich habe das jetzt voll so Bürohandling und so, was man so im Büro tut. Bürostuff halt. Jojo, wie heißt denn die Wissensfertigkeit, die du hast bei Rabutnik? Konzernpolitik. Nee, die andere. Ich habe nur Konzernpolitik. Ist es vielleicht Konzern... Konzernleben oder sowas? Ja, Konzernleben oder so. Warte mal. Das ist voll episch, weil ich hab vorher noch nie was mit Konzernen zu tun gehabt. Ich bin da voll überfordert gewesen. Jo, sowas wie... Konzernalltagsleben, weil du hast ja auch mal Einblick in deren normalen Alltag bekommen und meinetwegen kannst du es als Fluff kriegen. Das Neusteigern kostet 2, ne? Ja. Du könntest dir auch einfach Bürointrigen als Fluff-Karma, als Fluff-Skill geben. Aber die richtigen Bürointrigen habt ihr ja gar nicht, die gab's ja da gar nicht, da gab's ja nur die normalen Gestörten. Das stimmt leider. Außer ein bisschen Sexting. Ja, ich wollte sie noch eigentlich noch bloßstellen. Ich hatte eigentlich Bock drauf, sie noch bloßzustellen, aber nein, wir mussten das ja vorher verkacken. Nee, ihr habt es ja nicht direkt verkackt. Ihr wurdet ja einfach nur in die Luft gejagt. Ja, das könnte man unter verkacken einordnen. Also ich meine vielleicht, als du das eine Mal Jojo gesagt hast, das war vielleicht... Und als ich dann noch 4 Erfolge hatte, gegen eure 3 Erfolge verkleiden, das war ziemlich episch, muss ich sagen. Ja, aber... In der Situation darf man auch Jojo sagen, weil Jojo ist ja umgekippt, ne? Das war ja war so eine Adrenalinsekunde, so. Jetzt ist alles vorbei. Und er ist halt nur kein Sozialcharakter. Es kann einfach mal passieren. Ja, das ist halt so. Was das angeht, ist halt einfach kein Profi. Ich sag mal, Knochenbrechen, das kann Billy auch. Und Jojo, vor allen Dingen Jojo, hat ja am ersten Abend, als ihr zusammen gespielt habt, gleich direkt. Ja, ich bin Foxy. Hey, Billy! Genau. Ja, stimmt. Ich hab's schon öfter episch versaut, was das anging. Ich muss dazu sagen, normalerweise achte ich da wirklich drauf. Aber das hat Gaban einfach mal versaut. Passiert. Der Arzt war schon misstrauisch und hat das weitergemeldet. Deswegen war der Typ schon vorher nervös. Scheiße, die Aufnahme ist noch an. Scheiß Aufnahme, niemand mag unsere Zuhörer. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, ganz am Anfang der Runde, oder eigentlich, was heißt ganz am Anfang, bis vor kurzem war es ja bei mir immer so, dass ich sagte, nein, keine Explosion, sowas machen wir hier nicht, nur in ganz seltenen Fällen vielleicht mal ein wenig, so ein kleines Ploppen am Rande, aber mehr ist dann wirklich nicht drin, sowas machen wir hier nicht. Und jetzt in den letzten paar Folgen, in den letzten 8 oder so, habe ich ständig alles in die Luft gejagt, keine Ahnung, was da los ist, aber es musste halt offenbar sein. Ja, man muss ja auch mal und so weiter. Woher kommt eigentlich dieses Piepen? Tja, das bleibt jetzt wohl drauf. Genau, zu der Folge. Ich hätte ja nicht gedacht, wie gesagt, dass sie einfach zu dem Typen hinrennen und ihn mal freundlich fragen und dann sich nochmal und was ausmachen. Deswegen musste ich sie ja leider zerfetzen, was ja an sich okay ist. Aber dann sind ein paar Dinge bei mir durcheinander gekommen, die ich eigentlich mit dem Run machen wollte. Die Hälfte habe ich dann weggelassen. Und ist auch nicht so schlimm. Es war wirklich nichts Besonderes.
Aber dann bin ich halt mit dem total billigen, ja, wir haben ja diesen Typen, der ist vertrauenswürdig, wir wollen uns entschuldigen, kommt auf unsere Seite, yes, very good, Ding, da irgendwie auf die zujagen, das war natürlich ein bisschen zu sehr primitiv. Also ich meine, meine Spieler sind schon blöde, mit denen kann man schon eine ganze Menge Mist machen, aber so weit geht es dann auch nicht. Aber ich muss das tun, einfach weil ich das brauche für, oder brauchte, für die letzte Folge, die ja nächste Woche kommt. Weil ich das dafür wissen musste, ob die jetzt mit denen noch irgendwie im Bunde stehen werden. Oder nicht. Offenbar nicht. Und ja. Dude. Ich glaube, das war es im Wesentlichen. Nächste Woche letzte Folge, dann irgendwie am Mittwoch nehme ich an. Also Mittwoch drauf. Das nennen wir es mal Wild Russian Shadowrun Abschluss. Kurz Video gedöns. Und ja, dann Changeling. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen Dinger.